Was geht ab, bitte willkommen bei einem weiteren One Piece Treasure Cruise Video und heute haben wir ein bisschen News. Wir gucken uns an, was es so Neues gibt, was hier zu holen gibt. Und zwar, jetzt sind auch von Cat Viper und Dogstorm die Medaillen da. Das heißt, ihr könnt die awaken, ne? Das heißt, für Kaito und Dogstorm könnt ihr jetzt bei Kizuna Shop kaufen. Ne? Das heißt, viele haben mich gefragt, wo kriegt man die hin? Ja, man muss halt, wenn man Kizuna verpasst hat, wo man die Skulls bekommen hat, muss man warten bis zum nächsten und dann werden die wieder in Shop reingeballert. Ne? Das heißt, jetzt sind die wieder im Shop verfügbar, die Skulls von Cat Viper und die anderen auch. Das heißt, immer wenn ihr einen Charakter verpasst habt und dann fragt euch, ja, nicht immer. Das heißt, manche sind ja von anderem Evolve, aber bis jetzt die Kizuna Evolve Charaktere, die awaked werden. Die sind dann hier drin, ne? Das heißt, Ketzer und Dogstorm und Catviper sind jetzt dann hier drin, ne? Die könnt ihr euch holen. Dann haben wir noch in der Kizuna die ganzen Rewards, die ihr bekommt, die ganzen Sachen. Das heißt, wenn ihr Kizuna macht, habt ihr Kizuna Shop und habt ihr die ganzen Treasure List, die ihr hier in der Box 1, 2, 3 bis 7 könnt ihr euch angucken. Hier gibt es Skulls, das müsste für die Big Mom sein. Das heißt, bis zu. Genau, ich denke mal, wenn ihr bis 6 kommt, genau bei 6 könnt ihr Big Mom awaken, braucht ihr 3 Skulls, die ihr dann für Big Mom braucht und bekommt noch zusätzlich Skulls für den Free-to-Play Kaido. Free-to-Play Kaido ist sehr gut. Ja, probiert, wenn ihr es schafft, wenn ihr es nicht schafft, gerne. Jetzt ist leider schon vorbei, kommt gerne in Piratenallianz Cheetah's Crew, falls ihr keine habt und mitpushen wollt für die nächste Kizuna oder so, ne? Das heißt, hier bekommt ihr die Skulls von Big Mom. Dann zwischendurch läuft immer noch Grand Party. Grand Party ist sehr, sehr anstrengend. Ich habe heute leider verloren. Zwei Kämpfe habe ich gewonnen, einen Kampf verloren. Oder sogar zwei verloren. Oh, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr schwer geworden, Grand Party. Jetzt auch noch, alle hatten die neuen Charaktere. Bei mir war das wirklich schlimm. Ich hatte meine Charaktere können schon langsam nicht mithalten. Ja, könnt ihr unten mal gucken, welche Teams ihr bauen könnt, aber Grand Party wird jetzt immer heftiger. So, dann kommen wir zu den Super Wolf von Big Mom. Big Mom ist sehr geil geworden. Jetzt nichts Besonderes oder Heftiges, aber sieht auf jeden Fall nice aus. Ich glaube, die haben den geilen Switch. Ne, die hat jetzt den Super Switch. Das heißt, die hat so einen Switch-Booster, wie bald weiß bei Switch. Genau, Complete, das ist der Super Switch und das ist der normale Switch. Complete Remove Paralyse auf sich selber, ne? Und gibt noch Attack und Slot Boost. Das heißt, sie hat so eine Fähigkeit wie Whitebeard und Roger. Sehr geil. Also mit der kannst du schon sehr clearen. 1,5 einfach free. Durch den Switch. Sehr geil. Das kann man mitnehmen. Also. Und wenn du den Super Switch bekommst, das heißt nach wie viel Turn? 6 Turn Super Switch. Dann kriegt ihr schon. Warte, lass mal gucken. So, Complete Remove Paralyse. Reduce Paralyse für ganze Crew für 5 Runden. Wano Orb. Und noch 2,5 Attack Boost. Sehr geil. Endoubles Crew Attack und Slot Effect für eine Runde. Also, der Super Switch ist sehr geil. Also, der Super Switch kann man schon annehmen. Dafür Big Mom ist sehr nice. Dafür kann man schon die bald mitnehmen, nur wegen dem Super Switch. Sehr geil. Also pusht das Kizuna. Läuft jetzt. Wünsche euch viel Glück noch mit dem Puls, falls ihr noch welche macht. Ich habe leider nichts gezogen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.